Und da habe ich mal sowas Ähnliches bekommen, dieses Remake halt, damals wusste ich es noch nicht, heute weiß ich es, dass das so eine Art Remake ist. Genial. Es ist wie Secret of Mana, da brauche ich gar nichts erklären, ihr habt da die Pogo-Puschel, ihr kennt die wahrscheinlich alle, ihr habt coole Bossmusik, coole Bosse, die Story ist super. So ein geiles Spiel, wirklich, das geht gar nicht. Unbedingt reinziehen, unbedingt spielen. Wer Secret of Mana nicht kennt, ist ein Klassiker für Super Nintendo. Unbedingt spielen und reinziehen und absoluten Spaß haben mit euren Freunden. Ihr könnt sogar bis zu 3 Spielern spielen, was natürlich super, super geil ist. Okay, das waren erstmal alle meine Game Boy Advance Spiele. Ups, eins habe ich aber noch, das zeige ich euch gleich. Das steckt in meinem Nintendo DS drin. Ich weiß nicht, ob ich den euch in den letzten Parts gezeigt habe, aber das ist mein Game Boy Advance. Mal eben schnell so, ohne Klappe, mit Duracell-Batterie. ja, hat auch schon mal bessere Tage gesehen. Hab das Ding jetzt schon 10 Jahre mittlerweile bekommen, als es rauskam ungefähr. Vielleicht ein Jahr später oder so, ich weiß nicht mehr genau. Damit habe ich auch alle ganzen Gameboy-Spiele später noch gespielt. Da konntet ihr natürlich auch, weil der Bildschirm so groß war, den Bildschirm halt größer machen, indem ihr L oder R gedrückt habt. Entweder kleiner oder größer, was ziemlich praktisch war. Okay. So viel erstmal zu den Game Boy Advance Spielen. Ich werde gleich noch eins rausziehen, denn das ist auch wirklich ein super guter Titel. Legen wir erstmal beiseite. Jetzt kommen wir zu den Nintendo DS Spielen. Klappe ich mal so rum, dann könnt ihr es besser sehen. Wirklich super geniale Zeit eigentlich der Nintendo DS. Ich habe mich richtig gefreut, als der rauskam. Später hat sich das leider für mich als ein Flop entpuppt, weil da wirklich sehr wenig Spiele rauskamen, die mich angesprochen haben. Fand ich sehr schade. Erstmal vorab, hier fehlt ein Spiel, das ist New Super Mario Bros. Ich weiß nicht, wo das Spiel ist. Dann haben wir natürlich Super Mario Bros. 64 für den DS. Ist ein Remake von dem von Super Mario 64 halt, ist ja logisch. Super geile Grafik, ihr konntet da diesmal als Mario spielen natürlich, Luigi, Wario und Yoshi, was wirklich super cool war. Ihr hattet diesmal 150 Sterne, habe ich natürlich alle gesammelt, hat riesig viel Spaß gemacht. Super Mario 64 ist einfach genial. Minispiele hattet ihr dann noch, die haben auch richtig viel Spaß gemacht, die habe ich wirklich ziemlich lange gespielt, um ehrlich zu sein. Und ja, ist halt Super Mario 64, hat richtig viel Spaß gemacht, all die neuen Sachen noch zu finden, die 30 Sterne mehr, die ihr da hattet. Wirklich cool. Mario Kart DS habe ich natürlich auch. Ein richtig geiles Spiel. Hatte natürlich auch eine Online-Funktion. Dann gab es auch verschiedene Turniere, die veranstaltet wurden. An denen habe ich schon mal teilgenommen. Wer sich an die Zeitung Endzone erinnert, die haben auch mal ein Turnier gemacht. Da stand ich sogar mal mit einer Zeit drin, beziehungsweise als Teilnehmer drin. Aber ich habe mein Rennen verpasst und deshalb habe ich das ganze Turnier damit mir versaut, weil ich komplett vergessen habe, dass ich dafür angemeldet war. Ich habe die Zeitung noch irgendwo, da stehe ich namentlich drin. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich habe leider komplett vergessen, daran teilzunehmen. Und ich habe mich super heftig geärgert, weil ich glaube, die haben nicht... Ich glaube, die haben nur 1, 2 Turniere gemacht und ich habe die beide verpasst. Ja. Ich konnte mich damals wirklich grün und blau schlagen, denn es gab da einen ziemlich coolen Preis, glaube ich, für den ersten Platz. Nichtsdestotrotz, Mario Kart DS ist wirklich super cool. Die ganzen Techniken auch mit diesem Sneaken. Die meisten müssen es kennen, wo ihr die ganze Zeit hin und her und dann Geschwindigkeit aufbaut. Das geht sehr in den Daumen, das muss man wirklich lange trainieren. Ich hatte es aber ziemlich gut drauf, kann ich mich daran erinnern, es hat richtig viel Spaß gemacht. Auch Battle-Modus, Versus-Modus mit euren, gegen eure Freunde, wirklich super genial. Mario Kart DS, definitiv ein super geiler Titel. Jetzt ist natürlich für den 3DS Mario Kart rausgekommen, was natürlich den Teil komplett liegen lässt. Metroid Prime Hunters, hier habe ich noch die Demo dazu, die ist dabei mitgeliefert worden mit dem Nintendo DS, wenn man sich den damals gekauft hat. Da konntet ihr das Spiel so ein bisschen testen, hieß Metroid Prime First Hunt. Fliegt mir auch schon raus. Metroid Prime First Hunt. Konntet ihr das Spiel mal so ein bisschen testen und euch ein Bild davon machen, was wirklich super cool war. Ich zeige euch dann auch gleich nochmal, wie es gesteuert wird, aber ich denke, die meisten werden es wissen. Hier habe ich das Spiel, kam ein Jahr später raus, Metroid Prime Hunters dann. Nette Grafik, nette Story, hatte auch einen Multiplayer-Modus mit sehr imbalanzten Charakteren. Wenn ihr nicht aufgepasst hattet, aufgepasst habt, dann seid ihr so schnell down gegangen, das ging gar nicht. Also ich habe damals zum Beispiel einen Charakter gespielt, ich bin auf euch draufgesprungen quasi. Hab mich geteilt, durch die Teilung hat er schon Schaden gemacht, das Ding hat auf euch geschossen und ich habe auf euch geschossen und das war schon ziemlich extrem. Es gab da auch einen Sniper, den haben wirklich die meisten gespielt und da gab es Leute, deshalb habe ich das Spiel auch aufgehört zu spielen, die haben euch von weiß ich nicht wo in den Kopf geschossen, so schnell als Sniper.
habe ich nirgendwo gesehen und das war super frustrierend und ich denke, deswegen haben auch die meisten wahrscheinlich aufgehört zu spielen. Denn es gab da schon so einige Cracks, die haben das Spiel komplett versaut, dadurch, durch den Sniper allein schon, weil er halt übertrieben stark war. Und durch das Balancing, was gar nicht vorhanden war, haben das die meisten Leute auch dann nicht gespielt. Würde ich persönlich sagen, das war meine Meinung dazu. Ich weiß nicht, ob Metroid Prime Hunters heute noch gespielt würde, ich denke mal eher nicht. Dann haben wir noch Star Fox Command. Ein richtig beschissenes Spiel, um ehrlich zu sein, denn hat nichts mit Star Fox zu tun, so wie wir es von Star Fox 64 kennen oder Light Wars, wie es hier in Europa heißt. Ihr seid auf so einer nebelbedeckten Karte unterwegs, dann deckt ihr die Karte einfach auf, seht ihr irgendwelche Fliegerfeindliche, die fliegt ihr dann an, dann kommt ihr in so ein Kampffeld, was dann halt so erinnert wie in Light Wars halt, und ihr fliegt da rum, killt die Schiffe und so, und ja, dann macht ihr das die ganze Zeit. Und ja, mehr kann ich auch wirklich nicht darüber erzählen, mehr kann ich mich auch nicht erinnern, denn das war ziemlich bescheiden und ich habe gedacht, hey, endlich mal wieder ein geiler Teil mit Star Fox und so. Ja, nicht wirklich. Aber ein gutes Spiel ist auf jeden Fall Tony Hawk's American Skateland. Dürfte der Gegenteil zu American Wasteland sein. Ihr konntet sogar eure eigene Stimme aufnehmen, wenn ihr aufs Maul gefallen seid mit dem Skateboard und dann wurde die Stimme immer abgespielt, was wirklich sehr cool war. Grafisch war es cool. Story war kaum vorhanden, kann ich mich, glaube ich, dran erinnern, weiß ich jetzt nicht so genau. Multiplayer-Modus hatte das. Einfach Tony Hawk. Hat richtig viel Spaß gemacht. Dann haben wir natürlich Asphalt Urban GT. Da habe ich erst gedacht, oh, das ist so ein komisches Handyspiel und so, richtig scheiße. Und dann habe ich es mir gekauft und dann hat sich das wirklich als ein sehr gutes Rennspiel für Nintendo DS entpuppt, muss ich wirklich sagen. Hat Spaß gemacht ohne Ende. Kann ich wirklich nur jedem empfehlen, desto weiter ihr im Spiel gekommen seid, desto härter wurde das Spiel auch. Definitiv ein Titel, den man sich anschauen sollte. Hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Metroid Prime hatten wir ja gerade, die Demo. Advanced Wars Dual Strike, für mich der beste Teil, der je gemacht worden ist. Die Teile, die danach kamen, ich glaube, da kam nur einer raus. Die Serie wurde ein bisschen fallen gelassen und Fire Emblem wurde da so ein bisschen wiederbelebt. Ich war damals nicht der größte Fire Emblem-Fan, heutzutage bin ich es. Ja, Advance Wars, super Strategiespiel, knuffige Grafik und so. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, habe ich Stunden mitverbracht. War sehr, 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 sehr cool. Okay, das waren wirklich auch alle DS-Spiele, die ich habe. Mehr habe ich nicht. Das lag aber größtenteils daran, weil ich von den Nintendo DS damals nicht wirklich sehr angetan war. Als der rauskam mit dem Touchscreen und was nicht alles, das hat super viel Spaß gemacht. Und es sah auch spaßig aus, nur wirklich nicht so gut. Mir fällt gerade ein, ich habe doch noch einen Titel, den habe ich euch nicht gezeigt. Oh, ich glaube, der ist sogar noch in der Hülle. Muss ich mal kurz gucken. Ne, ist er nicht. Frage ich mich, wo der ist. Ah, wahrscheinlich im DS. Alles klar, das dürfte es erklären. Ich habe nämlich noch, wie konnte ich das nur vergessen, das ist der geilste Titel überhaupt für Nintendo DS, muss ich wirklich sagen. Natürlich, WarioWare Touched. Jeder, der das Spiel hat, wird wissen, wie abgedreht und geil das ist. Ihr habt Minispiele ohne Ende. Es hat Spaß gemacht, ohne Ende. Es gab Bosse, es gab Spielzeuge, die ihr freischalten konntet und ich habe alles in dem Spiel gemacht. Ich habe, gut, die Rekorde, die ich vielleicht aufgestellt habe, die sind jetzt nicht so riesig hoch. Ich glaube, manche haben es einfach ausgemaxt, was da möglich war an Minispielen, die man gewinnen konnte. Aber ich hatte richtig viel Spaß mit dem Spiel und das ist ehrlich gesagt die Hauptsache. Ihr könnt da super viel Scheiße machen und ich wollte mir sogar das Spiel für die Wii kaufen. Das hieß WarioWare irgendwas, keine Ahnung. Das sollte auch verschwurgeil sein, habe ich aber nicht gemacht. Freue mich aber umso mehr, dass WarioWare wieder für die Wii U rauskommt. Und das werde ich mir auf jeden Fall holen, denn ich bin ein riesiger Fan der Serie. Das hat so viel Spaß gemacht. Ich werde das ehrlich gesagt nie vergessen. Die Minispiele, die ihr da hattet, waren zum Schreien komisch. Richtig geiler Titel. Wirklich richtig geil. Okay. Wenn wir schon dabei sind, und ich habe die Dinger auch hier gerade liegen, alle Hüllen von dem DS. Jetzt muss ich gerade gucken, dass ich nicht die anderen Spiele hier umschmeiß. Wow, da kommen sie auch schon. Legen wir mal Seite, ist klar. Ich zeige euch mal die Höhlen, über die Spiele haben wir ja gerade gesprochen. Da haben wir Super Mario 64 DS. Wirklich sehr schick. Habe ich mich richtig drauf gefreut. Grafisch hat es einiges hergemacht. Konnte man so ein paar Erinnerungen wieder erleben, so wie es damals halt war. War ziemlich cool. Hab mich richtig gefreut. Star Fox Command, legen wir mal ganz schnell weg. Taugt nix. Furchtbar scheiße. Ich zeige euch gleich nochmal die Rückseite. Wirklich ein bescheidenes Spiel, auf jeden Fall. Mario Kart DS, alles ready for Hotspot und so. Auch wirklich sehr schick. Definitiv der beste Mario Kart Teil damals. Heutzutage wurde er überholt in Mario Kart 9 oder so müsste das mittlerweile sein. Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Asphalt Urban GT natürlich. Sehr, 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 sehr cool. Nächstes Spiel ist die Demo.
Ja, das kam sogar in einer Hülle. Sehr schick. Demo zu Metroid Prime Hunters. Ich habe mich riesig darauf gefreut, sowas auf dem DS zu spielen. Ich fand das damals so geil. Leider kamen da nicht so tolle Spiele raus. Wirklich sehr wenige. Hat sich eigentlich bis heute nicht geändert. Also ich würde für mich persönlich höchstens, weiß ich nicht, 6 Spiele finden für Nintendo 3DS, die mir gefallen würden. Hier haben wir Metroid Prime Hunters. Hat so ein bisschen geglitzert, die Hülle. Sehr schick. Hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Auf jeden Fall ein geiler Titel für unterwegs. Okay, da haben wir noch Dual Strike. Advance Wars, auch sehr cool. Sehr viel Spaß gemacht. Okay. Tony Hawk's American Skate Land. Sehr cool, Rückseite nochmal. War auch ein super Titel. Und natürlich, wie ich gesagt habe, New Super Mario Bros. U. U, genau. Bin schon wieder viel weiter. Hier, New Super Mario Bros. Der erste Titel, der dafür der in der Reihe erschienen ist, meine ich, für den DS. Dann wurde er später auf Konsolen und so weitergeführt. Ich glaube, der hatte sogar Minispiele, bin mir gerade nicht sicher. Da sehe ich ein paar. Multiplayer-Modus hatte der auch. War auf jeden Fall sehr cool. Ich habe das wirklich gerne gespielt. Leider kann ich das Spiel nicht mehr finden. Keine Ahnung, wo es ist. Okay, legen wir beiseite. Alles klar. Jetzt holen wir natürlich den DS raus. Der befindet sich hier in der Seite. Wunderbar geschützt. Wirklich sehr stabil und gut gepolstert. Das ist die beste Tasche, die ich finden konnte für den DS. Original auch von Nintendo. Die waren nicht ganz billig. Da haben wir den DS. Kleiner Bildschirm. Natürlich, so war es damals. Aber wirklich sehr cool. Der Style ist mittlerweile auch super locker. WarioWare Touch müsste eigentlich drin sein. Yep. Wie ich gesagt habe. Wirklich super genial. Und jetzt zeige ich euch noch das Game Boy Advance Spiel, was unten drin ist. Denn das hier, da kommt mir der Style schon wieder entgegen. Denn das hier ist Tales of Phantasia. Das ist der erste Teil der Tales-Serie, der für Game Boy Advance re-released wurde. Und richtig, richtig geiles Spiel, richtig geile Story, ultra lang das Spiel. Richtiger Klassiker. Man muss sich nur daran gewöhnen, dass das Spiel halt 2D ist. Das sieht wirklich sehr komisch aus, wenn so viele Charaktere auf einen Haufen stehen. Und das Spiel ist wirklich sehr herausfordernd, kann ich mich daran erinnern. Wirklich nicht schwer, aber es hat auf jeden Fall einen knackigen Schwierigkeitsgrad. So viel kann ich dazu sagen. Richtig, richtig viel Spaß damit gehabt. Ich kann mich jetzt ehrlich gesagt gar nicht daran erinnern, ob ich den durchgespielt habe, denn es ist wirklich so lange her. Definitiv aber trotzdem ein geiler Tales-Teil. Ich glaube, sogar der erste, der rausgekommen ist. Richtig, richtig geil. Super viel Spaß gehabt. Yep. Und damals konnte natürlich noch die Game Boy Advance-Spiele hier reinstecken. Das waren funktionierender Game Boy Advance plus Nintendo DS. 2005 kam er raus. Hier konntet ihr leiser und lauter machen. Ich mach das Ding vielleicht mal an, falls er Strom hat. Hat er sogar. Oh, das ist ja interessant. Der will gar nicht booten. Das ist das erste Mal, dass ich das erlebt habe und ich habe das Ding noch nie fallen gelassen. Natürlich, jetzt will ich euch das zeigen, das Ding funktioniert nicht. Ist ja geil. Das Ding will nicht hochfahren. Ey, jetzt echt? Die Karten stecken doch alle. Ich zieh's vielleicht mal raus. Ist ja geil, okay. Das wusste ich nicht, dass das Teil nicht mehr funktioniert. Ich habe nämlich vor ein paar Monaten noch damit gespielt. Okay, das ist heftig. Ja, okay, hat sich erledigt. Ich dachte, ich konnte euch noch was zeigen. Das ist also, klar. Jetzt möchte ich euch natürlich irgendwas zeigen und das Ding geht nicht mehr an. Okay. Ja, keine Ahnung, was damit los ist. Ich benutze das Teil aber eh nicht mehr. Ah, geht doch. Du blödes Ding willst mich hier verarschen. Da habt ihr natürlich das Menü. Jetzt befindet sich natürlich keine Karte darin, dafür müsste ich neu starten. Ich leg mal eben eine ein und starte mal neu. Wenigstens konnte ich beweisen, dass das Ding noch funktioniert. Ja, geht doch. Ah, es befindet sich natürlich keine Karte im Schlitz. Wow. Das müssen wir ändern. Ich sollte mal in den Schacht blasen. Ah, die Tricks aus den 90ern und 80ern. Jetzt geht's. Pusten löst alle Probleme. Nintendo. Oh, das Spiel war wirklich extrem cool. Hat richtig viel Spaß gemacht. Oh yeah. Ich habe alle Minispiele freigeschaltet. Hier habt ihr so ein kleines Spielzimmer. Mit verschiedenen Sachen. Es hat super viel Spaß gemacht. Solche Spiele spielt man heutzutage, ehrlich gesagt, auf eurem
Apple- oder Android-Handy, was wirklich sehr cool ist. War auf jeden Fall sehr geil. Vielleicht kann ich mal ein Minispiel hier anwerfen, kann ich das zeigen.